Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ich bin's, euer Krato. Und ich muss mich wahrscheinlich meinem schlimmsten Albtraum stellen. Und das auch noch mit Halbleben, das ist gar nicht gut. Also in der letzten Folge sind wir ja hier hingekommen und haben so einiges noch eingesammelt. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, ich habe da so einen komischen Frosttypen stehen gelassen, der so überhaupt gar keinen... Was war das denn gerade? Hallo? Wie soll es weitergehen? Erstmal schmeißt er hier seinen Sohn hier mitten die Böschung hinunter. Beziehungsweise der springt da hinunter. Und dann geht er auch noch in die falsche Richtung. Ja. Was leuchtet bei mir immer? Das verwirrt mich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das hatte ich vorher zwar auch schon, aber das verwirrt mich trotzdem. Moment, jetzt ist es wieder in der Richtung. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Muss ich hier irgendwo hochklettern? Nee. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Muss ich jetzt nach nebenan rein oder muss ich jetzt doch hier rein? Können wir auch nirgendwo hoch oder so, ne? Weil da zeigt er mir immer noch an, dass ich nach links muss. Nee, 173 ist es jetzt entfernt. Geh mal eben hier raus. Mal eben gucken. Da können wir ja nicht mehr weiter. Achso, durch die Tür können wir ja noch. Ach, ich bin so blöd. Och, natürlich. Oh. Der Kleine möchte sich unbedingt mit denen anlegen und ich sehe hier gerade aktuell nichts zum Heilen. Das ist ganz und gar nicht gut. Bevor ich jetzt irgendetwas mache, mach ich erstmal das. So. Damit wir da theoretischerweise gleich wieder hoch können. Wenn du frierst, ist es nicht mein Problem, Kleiner. So, hilf mir mal eben hier mit der Maske. Na? Das Ding ist mir irgendwie sehr suspekt. Ich denke wirklich... Oh, Chiffren, 1 von 4. Ich denke wirklich, dass da Gegner rauskommen, weil hier so viel ist, was dann auch explodieren kann. Entsprechend würde ich mal behaupten, können wir die einfach stehen lassen und mit der Story weitermachen. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass wir es... Hallo, du sollst da hochklettern. Geht's noch? Oder halt hochspringen. Das ist mir auch egal. Wenn er denn springt. Heilung, 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 Heilung. Sehr schön. Heilung. Ich brauche mal... Aber wenn hier schon Heilung ist, also ich wette mit euch, da ist irgendetwas Böses unten gewesen. Da wette ich. Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut. Wir sind bloß konzentriert. Also ich finde es auch immer unerträglich, wenn Leute sich anschweigen. Moment, hier ist eine Tür. Wir müssen aber darum. Was ist denn da mit der Tür? Können wir da durch? Rechts ist noch was zum kaputt machen, aber mehr ist hier nicht, ne? Hacksilber. Immerhin, 12 Hacksilber. Kriegen wir die auf, theoretischerweise? Kriegen wir. Wir müssen aber darum. ich mach die einmal auf. Ich will nur mal reingucken. War das vielleicht das, wo wir bei dem Drachen gewesen sind oder so? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier auch nicht komplett vom Weg abkommen. Das ist jetzt mein Problem. Ich möchte natürlich mit der Story weitermachen. Und wie sieht das aus, als ob ich hier gleich angegriffen werde? Ach, hier waren wir doch schon mal. Ach ja. Beim Baum. Gevatter Kopf, du kannst dich bestimmt erinnern. Jetzt können wir das hier unten auch... Ja, perfekt. War da nicht noch irgendwie eine Truhe oder irgendwas, was wir nicht machen konnten hier? Da liegt einer.
Ah ja, genau. Ich vergesse zwar viel, also in dem Moment, wo ich mich dran erinnern möchte, danach weiß ich es dann meistens wieder. Aber solche Sachen bleiben mir dann doch länger in Erinnerung. So, Armschienen verstärkt. Zeig mal kurz. Wir bringen uns nicht wirklich viel, ne? Gehärteter Stahl haben wir aber auch erhalten. Das ist schon mal sehr gut. Was ist kleiner? Müde? Wir gehen jetzt hier rum. Komm. Ich muss dich ja wieder hochgepackt nehmen, wie so ein kleiner Kind. Endlich. Junge, die Rune. War ich hier voll auf Gegner eingestellt gerade, dass jetzt hier irgendeiner kommt. Die Rune, das ist... Achso, er macht selber. Hat er sich jetzt in die Hand geschnitten? Hat er das jetzt irgendwie magisch gemacht oder so? Ich weiß es nicht. Ritz da lang. Ja, ich würde hier gern drücken. So. Achso, das müssen wir wieder machen. Okay. Nein, nicht ganz. Noch eins. Nein, 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 da wollte ich noch nicht drücken. Ich kann nur den Stick nicht so richtig in die Richtung bewegen, wo ich hin möchte. Weil der nicht so präzise ist, leider. Na komm, ich hatte es doch fast. Na? Na? Hallo? Warum geht das jetzt nicht? Komm. Och, Leute. Ernsthaft jetzt. Das ist überall ganz hell am Leuchten. Na, endlich. Wow. Jötunheim. Geschafft. Was sind das für komische Gestalten dahin? Richtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Noch nicht der Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass sie gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du... Sei still! Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos! Offenbar ist der Junge der Schlaue! Nicht wirklich. Na toll. Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jötunheim! Du dämlicher Hurensohn! Verschwinde, Junge. Ja, yeah, unbedingt, Kleiner. Lauf weg! Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun! Lass los! Ruhig, Junge! Du bist noch nicht so weit! Ich bin bereit! Junge. Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Atreus! Junge, du bist doch ein Gott.
Zumindest laberst du das immer wieder. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Weißt du nicht, wann es genug ist? Was? Weg! Von meinem Sohn! Achso, ich muss mit dem linken Stick ausweichen, sag das doch. Ja, block bloß nicht. Mach dich fertig! Warum? Wie blockt der nicht? Sterbt ihr nicht? Wer hat die Brücke aktiviert? Hey, ich habe dich etwas gefragt. Zu spät. Das Ziel ist bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Baldur! Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Ernst. Hast du getan? Junge! Beweg dich nicht! Wo bist du denn? Ach, da. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig.
Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Eieieiei. Also, ich meine, ich fand's wirklich cool, dass man jetzt selber nicht so viel machen muss. Ich hab's aber dann irgendwann anfangs noch nicht so ganz gecheckt. Danach habe ich dann gecheckt, dass wir ausweichen mussten und nicht blocken sollten. Aber das war dann auch ein bisschen blöd, weil ich habe den Text gelesen. In dem Moment haute der die ganze Zeit auf mich drauf. Dann habe ich mich natürlich darauf konzentriert, dass er mich gehauen hat. Und habe den Text dann weiter ignoriert. Und ach, da unten sind die Viecher schon wieder. Willst du mich verarschen? Dann nehme ich die lieber. Hat der mich gesehen? Keine Ahnung. Vielleicht ja, vielleicht nein. Was ist mit dir hier? Kleiner, hilf mir mal. Vielleicht kannst du mir da... Das war ja mal gar nichts. Kannst du auch treffen, Junge? Hallo? Offenbar nicht mehr. Na gut. Dann triffst du halt nicht. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir jetzt hier runterkommen. Obwohl, da könnten wir vielleicht runterspringen. Nein, können wir nicht. Warum nicht? Oh, Junge, ganz ehrlich. Komm einfach mal hier rüber, damit du mir helfen kannst. Wir können ins Wasser springen. Oder auch nicht. Sah jetzt gerade so aus. Kann ich das Teil kaputt machen vielleicht? Auch nicht. Hä? Müssen doch irgendwie da hinkommen. Warum kann ich da nicht runter? Ah! Ah! Wow, ist das kalt! Das ist Hehl? Nicht nur Hehl. Der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Mal eben gucken. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Okay. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon komisch, der Lauf der Dinge. Haha. Junge. Okay. Das war nicht ich. Ja, das ist richtig. Können wir das hier auch kaputt machen? Können wir hier irgendwie eventuell drumherum? Da hinten sind auch nochmal irgendwelche Wächter. Achso, wir können einfach drumherum laufen. Aha. Ich wollte jetzt drumherum klettern, aber laufen ist auch okay. Ja, dann dürfen wir das wahrscheinlich auch machen. Genau. Das ist natürlich super. Außer, dass meine Heilung ziemlich down ist. Okay. Was? Hat sich jetzt hinter mir gerade getan? Das hat sich jetzt irgendwie komisch angehört. Wow. Da ist der. Hallo, du sollst schießen. Kleiner. Du sollst nicht rüberspringen, du sollst das machen, was dein Vater dir sagt. So. Können wir jetzt. Hallo, darf was ich auch mal war links ich? Gucken? Nein, darf ich nicht.
Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Ja. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Doch, Kleiner, das warst du. Und damit solltest du dich auch mal ein bisschen auseinandersetzen. Nichts zum Einsammeln hier. Wirklich nicht. Na gut. Da können wir anscheinend nicht runter. Ah, auf der Seite können wir hoch. Gehst du mir mal aus dem Weg hier? Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheng, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision Qual sein soll. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir. Es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingefangen. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht weg. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Ja, ganz so Unrecht hat er nicht. Irgendwas ist dahinter. Das finde ich nicht gut. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller. Ich muss nachdenken. Das war keine Heilung. Mist. Das war Heilung. Sehr schön. Ja, eins haben wir, aber wir müssen hier irgendwie zwei öffnen. Deswegen verstehe ich das jetzt gerade noch nicht so ganz. Ach so. Oder? Ja, dann geht das also, wieder auf. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Müssen beide Windfallen gefüllt werden? Vermutlich. Nehme ich an. Ich dachte, ich könnte noch eben locker hier das Tor öffnen, bevor ich gleich die Folge beende. Aber das sieht nicht ganz so locker aus. Da hinten können wir doch auch noch Sachen mitnehmen. Wie kommen wir denn da hin? Müssen wir wieder hochklettern? Was ist das? So, es war wahrscheinlich Heilung. Tja. Ich würde sagen, wir gucken noch mal eben oben, ob wir da irgendwie... Das ist die Frage. Müssen beide gefüllt werden oder nicht? Vielleicht müssen die auch ganz schnell hintereinander irgendwie von dem einen zum anderen gefüllt werden. Ich habe doch keine Ahnung. Achso, da kommen wir nicht nach links, ne? Ach so, Moment, von da kamen wir ja. Aber da können wir nirgendwo an der Seite runtergehen, so wie es aussieht. Da ist noch was. Können wir da nicht einfach auf die andere Seite klettern oder so? Kann ich da springen? Nee, ne? Darf ich wieder nicht, oder? Darf ich wieder nicht? Müssen beide gefüllt werden? Das ist jetzt die Frage, weil hier kriege ich ja nichts mehr raus. Ist das gerade so rot geworden? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur... Diese Räder da oben. Vielleicht konnten wir eine Tür aufzwängen. Nee, echt? Also schnell hat man das eine und das andere ja gar nicht
denke mal, dass eins geöffnet werden muss, damit was anderes wiederum, damit ich was anderes holen kann. Aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht so sicher. Und das Problem ist, dass die Folge jetzt auch schon sehr lange geht. Und ich jetzt hier gerade so nichts sehe. Ja, ich würde sagen, dass ich mich hier dann nochmal ein wenig umschaue. Dass ich das dann auch dabei laufen lassen werde. Also die Aufnahme. Ich wüsste jetzt aber so spontan ehrlich gesagt nichts. Wo wir jetzt noch ein zweites kriegen könnten. Wir können ja hier auch nirgendwo runter, das ist das Problem. Bei mir ist auch hoch. Hoch würde ich ja auch noch gehen. Da kann ich auch nirgendwo hin. Nee. Also, dann würde ich wirklich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Damit ich erst nochmal einen Schluck trinken kann, weil irgendwie ist mein Hals jetzt gerade total voll. Total zu. Und der Krato ist ziemlich am Frieren. Deswegen muss ich mich dann beeilen. Und in der nächsten Folge, also ich lasse da nebenbei laufen, falls ich irgendwas finde. Und hoffe dann, dass wir in der nächsten Folge... Diese Räder da oben. Vielleicht konnten wir eine Tür aufzwängen. Genau. Hoffe dann, dass wir in der nächsten Folge die Tür aufzwängen, wie der Kopf es so schön gesagt hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao.